Meine... So. Wie geht's weiter? Wie schon. Wir spüren die Findlinge auf und erledigen sie. Ihr bekommt euren Händlerpass zurück und ich sorge für ein sicheres Bocklad. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Unser, wo ist das Lager? Keine Sorge. Sie werden's nie erfahren. Weiß ich doch nicht. Die Pässe holen sie immer bei uns ab, direkt vor dem Tor. Einmal bin ich ihnen nach, aber dann haben sie mich gleich entdeckt. Ich dachte, das war's mit mir. Versuchen wir es trotzdem. Wo war das genau? Runter in Richtung Lednikluft. Dann auf zur Lednikluft. Perfekt. Steinharte Kerl. Ja, das werde ich sehen, Leute. Das ist. Komm. Die kennen eh nix. Die kennen safe nix. Junge. Das war's dann. Die machen wir locker, Meier. Die machen wir locker, Meier. Vielleicht sogar. Na, brauchen wir nicht Schokobo rufen. Na, sind wir eh schnell. Wieder von A nach B. Okay, mal schauen. Gibt's da gleich irgendeinen Gegner? Nur zusätzlich? Also da ganz oben, definitiv. Ja, bist du auf, komm ich aber nicht, oder bist du eppert? Der Haverer kann noch nicht fliegen. Vorne eigentlich mit Ifrit kann er schon fliegen. Mittlerweile. Na, aber hallo. Ja, das ist ja gar nichts, oder wo ist mit euch, oder? Ich hoffe, dass da ein paar mehr daherkommen, weil sonst sind wir nicht besser, da rauche ich euch aus. Ich hoffe, das kommt definitiv noch dezent mehr. Das waren sicher nicht die Anführer. Aber wir sind ihnen auf der Fährte. Gott sei Dank. Muss schon doch, kommt das Wursch. Ich habe mir schon wirklich Sorgen gemacht, dass das schon alles war. Mit Magier. Okay. Das wird ja definitiv schnell erledigt werden. Definitiv. Deppert, wow, Alter. Hat's da über alle Hand dran, Alter. Bist deppert, oder was? Digga. Aber die werden er jetzt böse. Die werden er jetzt böse. Perfekt. Ah, schön in die Fresse. So gehört sich's. Ich muss jetzt nochmal schauen, wie viele Fertigkeiten haben wir. Sind wir jetzt wenigstens schon mal bei 500? Wenigstens ein bisschen mehr. Und wie ich es gehofft habe, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, da kommen dann noch die richtig starken. Ich hoffe, da gibt es auch hier was zum Brechen. Das wäre wichtiger. Das würde ich mehr fühlen. Ja, na schau. Da haben wir schon unseren Riesen am Start. Ja, ein paar von den Neulingen sind wahre Naturtalente. Vor allem die Kinder. Dieser kleine Honsa hat flinke Finger. Eines Tages hacken sie die ab. Aber bis dahin bringt er uns fette Beute. Abschaum. Die Anführer der Findlinge nehme ich an. Sie verdienen keine Gnade, Clive. An Gnade dachte ich eher weniger. Bereit, wenn du es bist, Theodor. Aber immer doch. Na dann, let's go! der große kehrt schon mir. Der große kehrt schon mir, der kann gleich essen gehen. Uiuiuiui, ja, ein bisschen die kleineren Maden müssen wir natürlich auch mal erledigen. Ist ja echt, ja. Ach komm, der ist schon der große. Ist schon wieder top motiviert, der große. Ist deppert. Musst du dir vorstellen, du. Verwandelst du plötzlich in Ifrit und alles drum und dran. Havara! Das wär's aber! Das wär's, oder? Und gibst dem Kalt warm. Leon, ihr könnt's. Ihr müsst nicht unbedingt zuschauen, gell? Ihr könnt's auch mitkämpfen. Es war schwach. Haben wir nichts drauf gehabt. Keine Fähigkeit, nichts. Witz. Richtiger Witz. Aha. Aha, gib mir mal ein gescheiter, Alter, dass er kein Brocken ist da unten. Nein, ich hab mir gedacht, was geht's hier aus?
So ein Battle aber. So ein Battle. Jetzt hat er gut gekriegt. Der hat sehr, sehr gut gekriegt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Feines Ding. Feines Ding. Na, gut so. Kann ruhig mehr davon kommen. Ja, die ist vielleicht sogar mit mal zwei oder mal drei Rechten, dann ist gut. Dann wäre ich zufrieden. Verbrechen lohnt sich also doch. Goldkettchen, Ringe, Gilbert. Steppert, oder? Haberer. Da kommt was zusammen. Wurden die Namen geändert? Noch nicht. Ich kenne einige davon. Götzpass ist sicherlich auch mit dabei. Jetzt muss ich nur alles durchsehen und den rechtmäßigen Eigentümern zurückgeben. Wir sollten schnell zurück zu Eloise. Kommst du hier allein zurecht, Theodor? Na sicher. Ach und... erwähnt ruhig, welche Rolle ich gespielt habe. Mit Vergnügen. Na, werden wir ihr Bescheid geben. Ja, ja, werden wir ihr Bescheid geben. Passt schon. Werden wir schon Bescheid geben. Da rechts müssen wir dann auch noch. Müssen wir auch ein bisschen neu kaufen. Auf wichtig und richtig angeklagt. Nein, das sammeln wir nicht. Nicht neu kaufen, bis deppert. Boah, das ist aber schon schön. Bis deppert, also. Da haben wir wieder einen Ort kreiert. Ah, ist schon was Feines. Ist schon was richtig, richtig Feines. Wirklich schönes Fleckerl. Taugt mir volle Wäsche. Taugt mir volle Wäsche. Erinnert mich an die Niagara-Fälle da. Schon was Feines, ist schon was Feines. Hehehe, nur du brauchst aber Katze, brauchst nicht so deppert sein, wenn es essen spielt, sobald in ihren Dörflein, Städtelchen oder bei einem Markt bist, da musst du einbremsen. Nein, 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 kannst ruhig Gas geben, mein Junge. Ich drücke auch gerne auf X. Oder auf irgendeine Taste, damit er schneller rennt. Kein Thema, kein Thema. Ah, Clive. Wie läuft die Suche? Mein Bruder ist euch doch hoffentlich kein Klotz am Bein. Ganz im Gegenteil. Also steckten die Findlinge hinter der ganzen Sache. Theo hat sie schon des Öfteren erwähnt. Und jetzt haben wir gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Das Problem mit den Taschendieben, das mit ihren Auftraggebern und auch das mit den gestohlenen Pässen. Ich hoffe doch, eurer findet sich auch bei den Diebesgütern. Aber im Moment bleibt uns nur zu warten. Auf Theo. Ja, wie safe dabei sein, sicher. Endlich zurück, geliebter Bruder. Auch schön, dich zu sehen, Eloise. Hier, Clive. Götzpass. Sorgt dafür, dass er in Zukunft besser aufpasst, ja? Mach ich. Danke. Ich habe unseren Jungs gesagt, sie sollen die Beute holen gehen. Kann ich beim Durchsehen auf deine Hilfe zählen? Natürlich. Ich schaffe etwas Platz im Lager. Ich nehme doch an, ihr zieht jetzt bald weiter. Aber hoffentlich nicht, bevor du dich uns richtig vorgestellt hast. Nicht wahr? Sid? Warum so überrascht? Wir sind auf derselben Seite. Ich verstehe nicht recht. Wie ihr ja nun selbst gesehen habt, helfen wir von der roten Karawane den Menschen, wo immer wir nur können. Gegen eine kleine Gebühr transportieren wir jede Art Fracht. Egal ob Waren zum Markt oder Träger weg davon. Ich war der Erste, dem meine Schwester geholfen hat. Ohne sie wäre ich als Junge gebrandmarkt worden. Du bist ein Träger. Zufälligerweise versuchen wir gerade, uns zu vergrößern. Und wer wäre ein besserer Partner als der Experte auf dem Gebiet? Findest du nicht, Theo? Doch, doch. Anscheinend verfolgen wir auch in dieser Sache dasselbe Ziel.
Also lass uns doch zusammenarbeiten. Wie wär's? Es wäre uns eine Freude. Ihr ehrt uns. Und ihr uns. Hier, Clive. Das ist für dich. Und das nächste Siegel. Was ist das? Al hat Freunde in hohen Kreisen, ich habe Kameraden in niederen. Das Siegel kennzeichnet dich als unser beider Freund. Oder ich glaube, Gefühle, da haben wir schon 20 Siegel, oder das sah man nicht ab. Oder? Ich werde es mit Stolz tragen. Gut, dann bleibt uns jetzt nur noch, euch eine gute Reise zu wünschen. Ihr solltet jetzt bei der Karawane mitreisen können. Aber falls es Probleme gibt, stellen wir euch gern eine unserer eigenen Kutschen zur Verfügung. Zum Freundschaftspreis natürlich. Für 9 Millionen? Wir fragen die Karawane. Wie bitte? Bist du Tipp? 9 Millionen ist der komplette Tipp, oder was? Also für das, dass wir quasi was Großes erreicht hätten, hätte ich mir mehr Ruhm erwartet, aber okay. Wir wollen ja nicht so sein. So gut. Aber Leute, geben wir Götz den Pass. Dementsprechend würde ich mal wieder sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.